So, guten Tag, Lars Bo Jensen. Du stehst da mit dem Rücken zur Wand. Du hast uns hier kurz bei Compress besucht für den Nachmittag und ich habe dich überfallen und wollte dir einfach ein paar Fragen stellen. Mhm. Aber vielleicht kannst du erstmal dich kurz vorstellen. Ja, ich bin Däne und wohne seit gut anderthalb Jahren südlich von Hamburg. Und ich bin Literaturwissenschaftler, aber habe irgendwann angefangen, auch Webseiten zu machen. Erstmal über Literatur und später über ganz viele andere Sachen. Und du arbeitest fast nur mit Drupal, oder? Ja, das stimmt. Ja. Wie kommt das? Wie bist du auf Drupal gekommen? Ich habe ein CMS gebraucht, ziemlich einfach. So, und dann habe ich überlegt und gegoogelt, was ich schon kannte und was ich nicht kannte. Also, und Drupal kannte ich bis dann, das sind jetzt anderthalb Jahren her, kannte ich gar nicht. Aber ich habe geguckt, was sie anbieten, wie das aufgebaut ist. Und was mich bei Drupal, überzeugt hat, ist die Dokumentation und die Community. Sehr lebendig, ganz stark. Ja. Und was ist deine Erfahrung? Was sagen die Nutzer von deinen Websites? Die sind echt begeistert, die sind super begeistert. Ich habe ganz glückliche Kunden. Die finden es einfach, die Wartung zu nutzen, also neue Daten anstellen. Da gibt es so einige Drag-and-Drop-Funktionen und ja, die sind echt ziemlich zufrieden. Und ich hatte bisher keinen Kunden, der nicht, also das so empfunden hat, dass er mehr bekommen hat, als er eigentlich gewünscht hätte. Ja. Ja. Also ein Content Management System im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Gut. Und wir kennen uns ursprünglich über die Drupal User Group, ja. Das einmal im Monat stattfindet. Was hat das für dich für einen Vorteil, die Drupal User Group zu besuchen? Es ist interessant gewesen, da bin ich auf neue Module gekommen, da bekommt man halt mit, was andere Leute machen. Man kommt nicht nicht selber auf jede Idee und man muss ganz viel kennenlernen. Es gibt ja tausende von Modulen und Möglichkeiten und wie funktioniert Git und wie macht man Themen und was weiß ich. Also das ist meistens Code, aber manchmal auch, also es sind ja dabei auch Kommunikationsberater, Designer, die habe ich auch getroffen. Es ist schon inspirierend. Ja. Also ja. Der Austausch ist dann. Ich finde das wertvoll, ja, ja sicher. Cool. Und bist du in der, also du bist selber selber Ausländer aus Dänemark, Ausländer wie ich. Und ist die internationale Community für dich besonders wichtig? Ja, sicher. Dänemark ist ein kleines Land und Drupal ist ist eigentlich schon sehr groß geworden. Es gibt, was manche von den größten Webprojekten derzeit werden jetzt auf Drupal umgestellt, beziehungsweise sind das schon. Und es fehlt an Drupalisten in Dänemark. Aber die Community finde ich nicht so stark. Also ich benutze kaum die dänische Community. Das ist eher, also für mich natürlich international, das heißt Englisch und halt Deutsch. Ja. Und wir haben in letzter Zeit sehr viel darüber gesprochen, dass Drupal 8 im Kommen ist und wir hatten unseren Code Sprint vor zwei Wochen. Ist das für dich ein Thema, dass Drupal 8 kommt? Gibt es irgendwas, wo du dich besonders drauf freust oder ist das nicht für dich? Spark-Projekt mit so Inline-Editing, Visivik, schon interessant. Viele andere Sachen, aber erstmal bin ich gespannt und werde mitgucken. Ist das Spark-Projekt, ist das sozusagen eine Antwort auf Feedback, das du bekommen hast von deinen Kunden? Also gibt es viel, Frage für Musikwig von deinen Kunden? Nein, die sind erstmal eigentlich davon begeistert, was man schon ganz einfach mit 7 machen kann, mit Field Groups und Entity Reference und Krams. Das wird schon also ziemlich gut mit WYSIWYG und CK Editor zum Beispiel. Das wird schon sehr benutzerfreundlich eigentlich für Redakteure. Aber in Zukunft wird es noch besser. Ja. Cool. Und wir freuen uns alle drauf. Ja. Bestimmt bei der nächsten
in den nächsten Drupal User Groups behandelt. Ja, das ist bald. Schon, ne? Ja. Ich will darüber geredet. Ja, dann wir sehen uns bei einer Drupal User Group in naher Zukunft. Und danke für das Interview. Oder vielleicht beim Drupal Camp in Wolfsburg? Stimmt ja, das auch. Ja? Ja. Hast du die cool. Daten parat im Kopf? Bitte? Hab ich? Hast du die Daten parat? Ach nein, Juni oder bin ich? Nein, habe ich nicht. Tut mir leid. Sonst würde ich Werbung machen. Das war cool. Ich war letztes Jahr da. Schon sehr gut. Ja, cool. Dann sehen wir uns spätestens dort. Ja, cool. Danke.